Es gibt immer wieder Diskussionen zur Autofokus-Performance an den Fujifilm-Kameras. Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie gut das wirklich im Vergleich mit anderen Systemen ist, aber ich kann euch zeigen, wie ich meine Kameras eingestellt habe und wie ich insbesondere bei der X-T5 jetzt auf eine sehr, sehr hohe Trefferquote komme. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Jochen Müller, ich bin Streetfotograf aus Düsseldorf, ich bin Buchautor, ich habe das Buch geschrieben, Streetfotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen und ich fotografiere offensichtlich mit dem Fuji X-System. Mit der X-H2, X-H2S und auch der X-T5 wurde in Sachen Autofokus bei Fuji sicher ein großer Sprung nach vorne gemacht. Die X-H2S hat kürzlich durch ein Update der Firmware nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Es ist wohl auch relativ sicher, dass für die X-T5 und die X-H2 auch noch Firmware-Updates bezüglich des Autofokus zu erwarten sind. Alle sagen bewusst aufgeholt, denn immer wieder wird der Vergleich gezogen mit anderen Systemen, insbesondere zu Sony und Canon. Fuji hat hier offenbar noch Luft nach oben. Ich habe den Vergleich einfach nicht, weil ich mit den anderen Systemen eigentlich nie in Kontakt komme, geschweige denn damit fotografiere. Man munkelt auch, dass der Vergleich häufig nicht aussagekräftig ist, weil es manchmal an den falschen Einstellungen liegt. Daher erkläre ich das heute mal, wie ich das mache in meinen Fuji-Kameras. Ich zeige das an der X-T5, aber die Tipps und Einstellungen funktionieren an den Kameras der X-Trans 4-Generation genauso. Für die älteren Modelle kann ich das leider nicht beurteilen, weil ich bin eingestiegen ins System mit der X-T3. Zunächst mal kurz das Basiswissen für das Autofokus-Setup an einer Fuji-Kamera. Ein Fokusmodus. Man muss unterscheiden, erstens, wie fokussiert wird und zweitens, in welchem Bereich fokussiert wird. Die erste Einstellung, also das Wie, machen wir hier vorne an dem Schalter oder zum Beispiel an der X100V hier an der Seite. AFM steht für manuell, sprich, wir fokussieren mit dem Ring am Objektiv. AFC heißt Continuous, ist also der Verfolgemodus. Und mit AFS geht es halt um ein Einzel Bild, was ich fokussieren möchte. Also einmal fokussieren, gegebenenfalls umkomponieren, Fokus bleibt gleich, auslösen. Für die zweite Einstellung, den Fokusbereich, haben wir die Wahl zwischen Einzelpunkt, Zone und Weit/Verfolgung. Das ist einfach reine Geschmackssache oder situativ zu entscheiden, wie viel ihr der Kamera zutraut, automatisch zu erledigen. Persönlich, ich bei der Fotografie nutze wirklich meistens ziemlich oldschool den Einzelpunkt. Ich stelle was scharf, komponiere mein Bild gegebenenfalls neu, löse aus. Aber damit ich die anderen Modi auch schneller im Zugriff habe, hier der erste Tipp zu einer Einstellung. Setzt den AF-Modus in der Kamera auf den Wert All. Dann könnt ihr nämlich durchs Drehen am Rad, hinten an dem hinteren Einstellrad, den Fokusbereich durch alle drei Modi scrollen. Das ist super praktisch und ihr legt euch nicht vorher schon auf einen Modus fest. Nächster wichtiger Tipp: Ihr könnt die Kamera so einstellen, dass sie schon mal auf den gewählten Fokuspunkt scharf stellt, bevor ihr das selber macht durch Halbdrücken des Auslösers oder, falls ihr es eingerichtet habt, per Backbutton-Fokus. Dazu muss die Funktion Pre-AF auf Ein eingestellt sein. Damit gewinnt man in jedem Fall Zeit beim Fokussieren, verliert aber auch Leistung der Batterie, weil die Kamera so natürlich die ganze Zeit, sobald ihr sie einschaltet, irgendwas fokussieren will. Nämlich auf der Stelle, wo der Fokuspunkt sitzt. Was ich auch sehr gern benutze, ist die Möglichkeit, den Autofokus zu nutzen, aber bei Bedarf noch mit dem Fokusring am Objektiv nachzujustieren. Dazu gibt es eben den Menüeintrag AF plus MF, also Autofokus plus manueller Fokus. Da gibt es nun aber ein Problem in Kombination mit der Pre-AF-Funktion von gerade eben. Ich kann zwar manuell nachjustieren mit dem manuellen Fokus, aber wenn ich das eingestellt habe, bleibt er nicht da, sondern springt zurück auf den Fokuspunkt. Das kann schon mal nerven und daher empfehle ich, die Kombination Pre-AF und AF plus MF nie zusammen zu nutzen. Für sich genommen sind sie aber beide sehr praktisch. Und vor allen Dingen haben wir ja in den neuen Kameras die Möglichkeit, in unseren Custom Settings solche Einstellungen auch zu speichern. Das heißt, das habe ich so gemacht für bestimmte Arten der Fotografie. Weiß ich, da werde ich nicht manuell nachjustieren, da bleibe ich beim Autofokus, da habe ich die Pre-AF eingestellt. Aber wenn ich weiß, beispielsweise auf der Straße manchmal, bei der Schwarz-Weiß-Fotografie, ich möchte gern manuell nachjustieren, dann mache ich es halt umgekehrt. Dann ist Pre-AF aus und AF plus MF ist eingeschaltet. Dann gibt es noch eine Einstellung, mit der man der Kamera mitteilt, was einem im Zweifel wichtiger ist. Das Bild zu machen, also in jedem Fall auszulösen oder nur auszulösen, wenn auch irgendwas scharf gestellt wurde. Normalerweise würde man sagen, ist ja wohl klar, ich möchte doch nur scharfe Bilder.
Aber ihr kennt vielleicht eines meiner Prinzipien in der Streetfotografie. Schaut mal in mein Buch. Das Bild zu machen ist immer wichtiger als die technische Perfektion. Ihr habt also die Wahl, wie ihr das hier einstellt, was euch wichtiger ist. In diesem Video geht es um den Fokus. Also gehen wir mal ganz stark davon aus, dass ihr scharfe Bilder bevorzugt und ich natürlich in der Regel auch. Für die Einstellung müsst ihr im Menü unterhalb des Bereichs AF/MF die Einstellung Prio auslösen Fokus finden. Das Ganze kann man hier unterscheiden für die Modi AFS und AFC. Das heißt, ihr könnt sogar wählen, ob euch im Single Focus AFS oder im Focus Tracking Modus AFC wichtiger ist, jedes Bild zu machen oder nur, wenn es scharf ist. Ich persönlich habe jetzt mal beides auf Focus eingestellt, weil ich nun gerade mal jedes Bild gerne scharf hätte. Das heißt übrigens noch lange nicht, dass der Bereich, den ihr euch vorgestellt habt, auch wirklich scharf ist. Das liegt natürlich nach wie vor in eurer Macht, den Rest der Kamera so zu bedienen, dass das passt. Beispielsweise auch durch den Fokusbereich. Die Kamera löst aus, wenn etwas scharf gestellt ist. Sie kontrolliert natürlich nicht oder kann nicht kontrollieren, ob es auch das ist, was ihr möchtet. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Zankapfel. Es wird häufig davon berichtet, dass die X-T5 jetzt zwar viel besser Augen und Gesichter erkennt, die dann aber doch nicht scharf sind, obwohl die Kamera uns angeblich was anderes erzählt. Ich komme ja aus der IT und ich vermute da in der Regel etwas in der IT sehr üblich ist, nämlich den Anwenderfehler. Sicher nicht immer, aber vielleicht doch manchmal. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr da gegebenenfalls euch wiederfindet. Zum einen, die Erkennung der Objekte oder hier in diesem Fall des Gesichts bzw. Auges funktioniert aus meiner Sicht absolut einwandfrei. Achtung, weißer kleiner Rahmen an meinem Auge. Aber Scharfstellen heißt grüner Rahmen und nicht weißer Rahmen. Das heißt, solange ihr hier einen weißen Rahmen seht, wisst ihr, dass die Kamera in diesem Fall das Auge zwar richtig erkannt hat, aber scharfstellen muss man schon noch selber oder die Kamera das machen lassen. Und natürlich gibt es den Unterschied, ob ihr mit AFC trackt oder im Single-AFS-Modus seid. Wenn ich im Single-Modus bin, stelle ich scharf durch halbes Drücken des Auslösers, bewege mein Gesicht zur Seite, der Fokus bleibt im Frame aber dastehen, wo ich war. Das heißt, wenn sich das Gesicht bewegt, habe ich natürlich keinen Fokus mehr. Im AFC-Modus ist das naturgemäß anders, denn hier wird der Fokus nachgezogen, wenn ich mich bewege. Objektverfolgung halt. Und mit dieser Kombination kann man auch in Videos feststellen, dass der Autofokus absolut super funktioniert. Also, immer darauf achten, ist das Objekt, Auge, irgendwas erkannt oder ist es auch wirklich scharf? Und B, bin ich denn im AFC-Modus, wenn sich mein Objekt tatsächlich bewegt? Wenn ich das nicht bin, mit dem Single-Modus und ich stelle scharf und das Objekt bewegt sich, dann bin ich halt out of focus. So, ich hoffe, dass meine Tipps euch geholfen haben oder helfen werden. Schaut mal in eure Kamera, was für euch am besten funktioniert. Schaut mal, welche Kombinationen von Einstellungen für euch am besten passt. Mir hat das auf jeden Fall absolut geholfen. Ich habe gestern ein Fotoshooting mit dem Wildrox 7512 gemacht, mit meiner Nichte, ein Porträtshooting. Das werde ich hier auch noch zeigen. Da könnt ihr euch dann nochmal davon überzeugen, wie gut der Autofokus auch mit einem Fremdobjektiv mit Gesichtern funktioniert. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Fehlschuss, den ich nicht selber zu verantworten habe in den Porträts. Ich bin mega gespannt, was noch an Firmware-Updates kommt. Der Abstand mit dem Firmware-Update XH2S zu Sony, Canon muss wohl sehr geschrumpft sein. Ich hoffe, wie gesagt, auf Firmware-Updates an der X-T5. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen und ihr könnt halt was draus machen. Dann lasst mir doch bitte ein Like da und so noch nicht geschehen, abonniert auch super gerne meinen Kanal. Haut am besten direkt auf die Alarmbimmel, damit ihr nie wieder was verpasst. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bleibt gesund und ciao.